diese Bewegungsreihenfolge steht für Nostalgie. Und diese Melodie steht für die Abenteuer von Justus, Peter und Bob, den drei Fragezeichen. Manuel Backert hat sie 1984 komponiert, als junger Musikstudent. Ich wusste eigentlich tatsächlich gar nichts. Das heißt, ich wusste nur, es sind Hörspiele und ich habe mir dann einfach vorgestellt, dass das eigentlich wie Filmmusik ist, dass man also verschiedene Stimmungen erzeugt. Das heißt, ich habe eher versucht, Spannung zu machen, traurig, fröhlich, einfach verschiedene Stimmungen. 1983 begann Backert sein Musikstudium in Hamburg. Ein Professor fragte ihn, ob er Lust hätte, ein paar Lieder für die Hörspiele des Europa-Labels zu schreiben. Daraus wurde eine langjährige Zusammenarbeit und Backert komponierte über 200 Songs für die berühmten Hörspiele. Dass diese fast 40 Jahre alten Melodien die Fanherzen noch heute höher schlagen lassen, kann er gut verstehen. Naja, das ist eben halt, wenn man in der Kindheit irgendwelche Sachen gemacht hat, das ist ja wie wenn man ein Leibgericht vielleicht hatte oder sowas, dass das dann später immer gerne auch wieder mal aufgelegt wird. Ich finde eigentlich die 5 Freunde nach wie vor am besten. Das liegt aber ein bisschen daran, weil ich die auch viel als Buch gelesen habe. Die erfolgreichste Hörspielproduktion bleiben aber die 3 Fragezeichen mit über 50 Millionen verkauften Tonträgern. Die Fangemeinde war es auch, die Backert dazu ermunterte, die 3 Fragezeichen-Musik jetzt als Album rauszubringen. Gerade bei den 3 Fragezeichen und TKKG gibt es ganz große Hörspiel-Fangruppen. Und es gibt auch sogenannte Hörspielforscher, die untersuchen, welche Musik ist auf welcher Kassette. Und da kam ich ja eigentlich auch erst auf die Idee. Für sein Album hat Backert die Stücke neu eingespielt, aber den Originalsound bewahrt. Denn auch nach fast 40 Jahren ist er glücklich mit seiner Erfolgskomposition. Das war einfach stimmig, ne? Und deswegen ist es wahrscheinlich auch ausgewählt worden für eine Titelmelodie. Das ist manchmal so, man komponiert Sachen, manche denkt man, die sind gut, dann sind sie gar nicht so gut. Dann andere wiederum hört man später nochmal wieder und denkt, Mann, das ist ja doch viel besser geworden, als ich früher gedacht hätte. Das war ja sehr orchestral und deswegen auch so ein bisschen kinoartig. Kopfkino eben. Das macht den Charme der alten Hörspiele auf den alten Kassetten aus. Das nächste Album mit Musik von TKKG ist bereits in Planung.